Wie lege ich einen Ordner für Dokumente an, der für alle Benutzer eines Mandantenportales sichtbar ist? Wichtig zu wissen, einen Ordner, den alle Benutzer eines Mandantenportals sehen sollen, kann nicht vom Mandant selbst erstellt werden. Um den Ordner zu erstellen, öffne ich Edison Online, wechsle auf Mandanten und Kontakte und wähle den gewünschten Mandanten aus. Ich wechsle in den Bereich Dokumente und hier lege ich dann einen Ordner für den Mandanten an. Diesen Ordner sieht mein Mandant und alle weiteren Portalbenutzer, die Zugriff auf die App Dokumente haben. Mein Mandant kann dann Dokumente ablegen, die für alle Benutzer sichtbar sein sollen. Weitere interessante Videos gibt es auf unserem YouTube-Kanal.